Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Runde Clash Royale. Ich habe mich ein bisschen heiser an, weil ich hatte heute irgendwie mega den Heuschnupfenanfall und war den ganzen Tag irgendwie außer Gefecht und deswegen, ja, geht's jetzt aber so langsam wieder und ich klinge ein bisschen komisch. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Ich habe doch die Elite-Barbaren wieder reingenommen. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen rumexperimentiert. Das hier war der Oberknaller, dieses Deck. Ich habe damit was ausgetestet, was etwas Geheimes. Also, es ging leider nicht gut und es hat leider nicht gut funktioniert, deswegen ist das Projekt verworfen worden. Und ja, ich war zwischenzeitlich bei 3000 Pokalen circa. Ich habe mich jetzt langsam schon wieder nach oben gekämpft, sag ich mal. Und bin da jetzt noch ein bisschen bei. Aber ich habe die Elite-Barbaren erstmal doch wieder reingenommen, weil einfach es besser funktioniert. Auch wenn wir den Mini-Packer mittlerweile upgraden können. Es funktioniert mit den Elite-Barbaren einfach deutlich besser. Und ich dann sehe dann einfach nicht ein, dass ich es halt rausnehme, wenn es einfach nicht anders nicht gut funktioniert. So. Es nimmt ja sonst auch keine Rücksicht. So. Auf jeden Fall. Ja, werden wir jetzt mal ein paar Kämpfe machen. Ich habe noch die Clan-Truhe, die habe ich ganz vergessen aufzumachen. Das werde ich hier jetzt gleich noch machen. Dann können wir da gucken, was da drin ist. Momentan sehr beliebt. Der Ofen ist mir mal wieder aufgefallen. Na, die Prinzessin. Jedes Mal, bis die Prinzessin geschossen hat bei den Feuergeistern, ja, sind schon eingeschlagen. Das ist echt nervig mit der Prinzessin momentan. Die ist so verbuggt irgendwie, ich weiß auch nicht. Das ist richtig ätzend. So. Lassen wir mal. Nichts weiter passiert bisher. Ja, wir müssen mal gucken. Level 12 Gegner. Wie kriegen wir den kaputt? Er kommt jetzt mit dem Königsriesen. Das heißt, wir können schon mal langsam hier ein bisschen den Konter fahren. Oh, jetzt rennen die ein bisschen nach links. Da zwei von denen. Das ist aber gar nicht so dramatisch. Falls er die jetzt hier wegseppt oder so, dann haben die links zumindest schon mal ein bisschen Power, noch was zu machen. Oh, und jetzt natürlich mein Freund, der Bowler. Das heißt, wir müssen den ablenken. Und machen das nämlich wie folgt. Wir setzen ihm nämlich erstmal den Schweinereiter vor die Nase. Dann kann der Bowler nämlich hinter dem Schweinereiter her bowlen. Und ja, wir können mit den Elite-Barbaren relativ ruhig erstmal noch uns um den Königsriesen kümmern, bevor der Bowler natürlich dann jetzt trotzdem auf die Elite-Barbaren geht. Aber jetzt kriegen wir den Haufen da ganz gut weg. Denke, da dürfte er noch nicht wirklich am Turm sein. Ja, wir gucken jetzt mal, wie wir das. Er wird natürlich trotzdem sterben. Ja, die sind manchmal ein bisschen zu langsam. Aber jetzt müssen wir nochmal die Prinzessin da irgendwie hinberaten. Jetzt muss ein Schuss. Ja, Königsriese ist natürlich auch auf jeden Fall immer sicherer Schaden für den Gegner. Und damit ein bisschen ärgerlich für uns. Und Bowler ist natürlich für unser Deck auch nicht unbedingt die beste Karte, sagen wir es mal so. Dementsprechend versuche ich jetzt mal ihn, da er ihn jetzt gesetzt hat, ohne eigentlich in Druck zu sein, versuche ich mal auf der anderen Seite zu überrumpeln einfach. Mal gucken, was dabei rumkommt. Jetzt kann er da natürlich den. Ja. Nicht viel. Er kann da ein bisschen was setzen, aber das funktioniert erstmal noch ganz gut, dass der Schweinereiter ein bisschen durchkommt. Er hat aber den Turm jetzt schon und hat uns da auf der Seite trotzdem ganz gut weggeholt. Also, momentan sieht es da nicht so schön aus. Jetzt kommt er da mit dem Königsriesen. Das Problem ist halt, er hat das jetzt immer relativ gut im Griff mit dem Kontern. Ja, 30 Sekunden noch. Mal gucken, was wir noch hinbekommen. Jetzt kommt da natürlich der Bowler, das war abzusehen. Eismagier, da brauchen wir eigentlich gar nicht großartig weiterspielen in diesem Fall jetzt. Das heißt, das können wir sofort dran geben. Und wir können bei diesem Deck nicht viel machen. Wir kriegen den Königsriesen nicht so gekontert, dass er nicht ständig Schaden macht. Und er kann unser Deck natürlich permanent kontern. Ja, auch noch einen zweiten. Alles klar, schenken wir ihm das Spiel. Und dann machen wir einen Haken dran. Da konnten wir jetzt einfach mal nichts machen. Er ist erstens Level 12, hat eh sowieso einen Vorteil. Und er hat einfach ein Deck, was unser Deck perfekt kontern kann. Besser, also fast besser konnte er es gar nicht kontern. Dementsprechend, ja, schenken wir ihm den Sieg jetzt mal. Wir lassen es einfach mal so stehen. Hat er nicht schlecht gemacht, hat er jetzt einfach Glück gehabt, Schwein gehabt, dass er das Deck so gut kontern konnte. Da konnten wir jetzt im Endeffekt, hätten wir jetzt nicht viel machen können, außer mit einem anderen Deck. Ja, aber gut, das kann man natürlich im Spiel dann auch nicht mehr beeinflussen. Ah, ja, und jetzt natürlich so einer. Der muss mir natürlich jetzt richtig erst auf den Nerven gehen. Sowas liebe ich ja, ne? So ein schönes Gebäude. X-Bogen, Dings mich, schieß mich tot, irgendwas Deck. Mal gucken, was er noch so hat gleich. Auch das natürlich immer instant sofort Schaden für uns, den wir fressen. Aber vielleicht schaffen wir es trotzdem,
den zu kriegen, ist natürlich dann auch wieder nicht so easy zu kontern, teilweise, je nachdem, was er dann sonst noch so hat. Müsste aber irgendwie schon schaffbar sein, ich bin mal gespannt. Müssen ihn halt irgendwie davon abhalten, ständig den X-Bogen setzen zu können, weil er damit natürlich, wenn er, also er wird definitiv, wenn er es konsequent durchzieht, einen Turm holen. Weil wir es dann auch immer nicht verhindern können zum Teil, ne? Aber vielleicht haben wir Glück und kriegen den Turm trotzdem, oder kriegen ihn trotzdem irgendwie damit unter Kontrolle, ne? Ah, Schweinereiter haben wir natürlich in der Hinterhand, der sich den holt. Jetzt sind wir auf jeden Fall schon vorne ordentlich. Und vielleicht haben wir ihn jetzt schon so ein bisschen davon abgehalten, den zu setzen. Er kommt zumindest jetzt nicht mehr. Ich hätte jetzt gedacht, dass er vielleicht nochmal kommt, aber er scheint es zu lassen. Okay, jetzt kommt er da mit dem Inferno-Dragon. Den wir natürlich, was er nicht weiß, recht gut kontern können. Ah, okay, jetzt will er es wissen. Aber da haben wir natürlich den Vorteil, dass wir den E-Magier dabei haben. Der Inferno-Drache natürlich dann gar nicht wirklich zum Zuge kommt. Da haben wir jetzt halt mal Schwein gehabt. So ist das halt bei dem Spiel. Jetzt können wir halt ein bisschen besser kontern als er gerade. Das ist halt manchmal echt einfach reines, ja, reines Matchmaking, was das Deck halt gerade hergibt. Man muss echt gucken. Ja, vielleicht ein bisschen früh jetzt auf die andere Seite gegangen, aber falls er sich den Turm hier holt, dann haben wir auf der Seite schon mal einen Vorteil. So. 300 Rest. Jetzt haben wir auf der Seite sogar schon mehr runter als hier auf der linken, als auf der rechten. Und es schaut aber so aus, als würde er sich den Turm... Ja, könnte eng werden, aber wenn er es schafft, haben wir auf jeden Fall den Vorteil. Ja, die Könige, die Riesen, die Barbaren mal splitten. Und jetzt können wir auf jeden Fall links den Turm mit dem Sepp holen und rechts den kriegen wir so. Das heißt, wir dürften dieses Spiel gewinnen. Jetzt kann er sich seinen X-Bogen von mir aus sonst wohin platzieren, aber das Spiel gehört uns. Das ist auch mal wieder schön. Und wir machen die Clan-Truhe noch offen. Die habe ich schon wieder ganz vergessen. Kron-Truhe haben wir auch noch. Die klickern wir mal fix durch. In der Hoffnung, dass was Schönes drin ist. Geht so. 7 Mini-Packers. Die haben wir jetzt eh schon drin. Weißt du, was wir jetzt mal nochmal machen? Weißt du, was wir jetzt nochmal machen? Wir verbessern den. Und weil ihr es seid, können wir ihn noch nochmal reinnehmen. Aber erstmal machen wir Folgendes. Die Clan-Truhe offen. In der Hoffnung, irgendwas Schönes zu haben. Bisher nicht so spektakulär. 20 Feuerbälle. Heißt, können wir bald upgraden. Und 2 Tornados. Okay, das hat sich in Grenzen gehalten, obwohl ich der Beste war. Ich glaube, ich war der Beste. Ja, 117 habe ich geholt. Aber nützt alles nix. Nützt alles nix. Wir haben nichts Schönes bekommen. Jetzt sind wir quengelig. Nein. Wir gucken mal, ob wir jetzt den Nachteil der fehlenden Elite-Barbaren ausgleichen können. Und gucken, was der Gegner so hat. Oder was er so setzt. Bisher nichts. Das heißt, aber falls er was kontert, setzen wir mal jetzt den Schweinereiter nach da und die Kobold-Gang. Ah, okay. Jetzt hat er da natürlich dann auch gekontert. Was aber nicht schlimm ist, da können wir jetzt den Mini-Packer ganz gut gebrauchen. Zack. Und jetzt haben wir aber halt das Problem. Jetzt sind wir schon so ein bisschen in so einem Elixieren-Nachteil. Wir müssen die Prinzessin mal jetzt hier in die Mitte pflanzen, dass der Baby-Dragon noch einmal abbiegt und vom Turm dann schon so lange begattet wird, bis da nichts mehr kommt. So, die kriegen wir weg. Der Megalakai dürfte dann auch noch in Ordnung sein. Das geht schon noch klar, dass der jetzt down ist, bevor der ankommt. Das passt ganz gut. Und noch sieht es ganz gut aus. Noch sieht es ganz gut aus. Aber das Problem ist, ich habe den Verdacht, da der die ganze Zeit Sammler setzt, dass er, genau, dass er uns den Golem vor die Nase setzt. Dementsprechend hauen wir jetzt einmal noch den Schweinereiter raus. Das ist in Ordnung. Dass er den jetzt da noch gesetzt hat, der rennt jetzt vorweg. Das ist in Ordnung, das kriegen wir dann hin. Und dann können wir halt Mini-Packer schon mal setzen. Der lebt, überlebt den Sepp, das ist den Blitzzauber. Jetzt ist der, der Golem natürlich im Rage, aber dadurch, dass der Mini-Packer immer noch lebt, das hat ihm jetzt natürlich genau wahrscheinlich gerade das Upgrade hat ihm das natürlich jetzt gebracht. So, nochmal Kampfholz rein, müssen jetzt jeden Fitzel sparen. Haben wir das auf jeden Fall schon mal geschafft. Wir müssen jetzt immer gucken, wenn er den durchbringt, haben wir natürlich ein Problem.
Aber das heißt, er wird jetzt jedes Mal den Holzfäller setzen. Das heißt, wir brauchen gar nicht groß verteidigen. Ich habe ja die Hoffnung, dass er genau, das war mal geil. Jetzt hat er nämlich wirklich mal die Kobolde gesetzt. Da hatte ich jetzt nämlich meine Hoffnung drauf gesetzt, dass das jetzt mal passiert und wir den Holzfäller eventuell sparen können. So. Genau, so war der Plan. Schön nochmal ablenken. Ja, Blitzzauber nochmal von ihm da. Okay, können wir nicht ändern. Können wir nichts dran machen, aber die Prinzessin dürfte jetzt vielleicht alleine durchkommen. Aber wir können jetzt sofort wieder Druck machen. Ich weiß nicht, ob er jetzt den Holzfäller schon... Dürfte er noch nicht haben. Das setzt er wieder die Kobolde. Jetzt hat er, ne? Aber vielleicht war das doch nicht so klar. Ja, wir wissen es nicht. Wir müssen ja die... Punkte auf jeden Fall noch holen da oben am Türmchen. 35 Rest, reicht für Sepp. Er haut den Blitzzauber raus. Dann machen wir das schon mal so. Und müssen natürlich jetzt schauen, dass wir den Kollegen erwischen. Okay, jetzt hat er den Golem gesetzt. Das war natürlich jetzt ein Fehler seinerseits, finde ich. Weil ich glaube, dass ihm der Golem dann in dem Fall das Elixier zu teuer wird. Ein Schlag vom Mini-Packer und wir haben ihn. Klar, da kann er dann nicht mehr verteidigen. Wenn er den Golem rausballert in der Sekunde, dann kann er natürlich nicht mehr verteidigen. Und das ist dann... Das war quasi sein Todesurteil, sage ich mal. Ja, lief doch noch ganz gut. Zwei Spiele gewonnen, noch eins eben verloren. Okay, wir könnten jetzt erwägen, ihn drin zu lassen. Ansonsten haben wir eh nichts Gescheites bekommen. Was sind denn noch so Sachen, die ich unbedingt noch machen muss? Gibt es noch irgendwas? Naja, ich weiß es nicht. Ich denke mal, die Sachen, die ich jetzt noch für vier machen könnte, die könnte ich. Aber den Minenwerfer mache ich aus Protest schon nicht. Ja, den hohen Blasrohr-Kobold hier, den könnte man noch machen. Ich weiß es nicht, Freunde. Ich weiß es alles nicht. Die Hütte, Barbarenhütte, ja, oh mein Gott. Könnte man alles mal machen. Können wir auch noch lassen. Mal gucken. Wir spenden nochmal eben. Und dann war es das für heute. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, macht's gut und tschüss.